Oh, da liegt der Dreiecksschlüssel für die Dreieckstür. Das ist eine Schatulle? 725. Erinnere mich ein bisschen an den Visage. Ja, mich auch. 725. Was war das andere? 7? Alter, zu viel Information. Ich muss das nochmal gucken. Es tut mir leid. Gut, der Schlüssel ist da. Klar, logisch. Eins, eins, sieben, zwei, fünf, eins, sieben, zwei, fünf. Bestimmt eine Vierer-Kombi, oder? Ja, eins, sieben, zwei, fünf. Da ist das Geschenk. Oh Gott, das wird noch so furchtbar. Oh Gott, wird das furchtbar noch. Oh Gott. So, was machen wir denn als erstes? Alter, wir haben so viele... Don't stare at him, ne? Steht ja da immer, ne? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt... Da ist die Müllecke. Da müsste der Schlüssel sein. Ja. Aha, Triangle Key. Okay, ja, okay. Die müssen aus wie... Der wird hundertprozentig kommen. Dieses Schlossgespenst. Die Schatulle war irgendwie auf so, in so einem Raum mit so einer dunklen Durchgang, so ein Tür oder was auch immer das sein sollte, ne? Hier. Da, das war, glaube ich, der Durch... Oder? Nee. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ganz ehrlich. Ja, ein bisschen unordentlich ist das hier, aber ne? Wir könnten mal wieder aufräumen. Unser Zuhause. Wir haben wieder die Ketten hier aufgegangen. Ne, für unsere Spielchen. Machen immer so Kettenabende. So. Der Elektriker sollte auch noch kommen. Der war noch nicht da gewesen. Hier kann ich nichts machen, ne? Ne, okay. Was ist das hier? Das ist... Ist das eine Socke? Das sieht aus wie eine Socke. Oben war der Ding. Okay, ich glaube, wir müssen nach unten, ne? Oder? Hier? Stimmt, die gab es ja auch noch. Ich habe keine Ahnung. Das Geschenk war hinter einer Gitter, hinter einem Gitter, ne? War rechts schon immer offen? Ah ja, von rechts kamen wir, links war die Smile-Tür, ne? Ja. Ah, ja. Okay, I know. Die anderen Türen kriegen wir nicht offen, ne? Nee, okay. Alter, das ist doch voll der Nightmare, oder? Das ist doch... Du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist doch voll der Albtraum. Und ich muss schon wieder pinkeln. Das muss ich... Dieses Scheißteil, ne? Diese Scheißsprüher da. Gott, da kriege ich ja jetzt schon Albträume, weil ich ganz genau weiß, dass wir sowas auch im Klo stehen haben. Oh Gott. Oh Alter, ich dachte schon. Oh Gott, mach nicht sowas. Oh. Was? Ja, mach ich. Das ist ganz schön. Ich helfe dir, mein Kleiner. Ja. Bin dabei. Das ist ganz toll, nach unten zu gehen. Das ist immer eine gute Idee. Nothing. Look down. Nothing. Look up. Nothing. Okay. Oh nein, die Stimmung hat sich geändert. Was ist das? Was zur Hölle ist das hier?
Wo wir gerade voll, als würde ich gerade die Backrooms spielen. Da ist einfach eine Mauer. Hier ist noch eine Tür. Die können wir aber nicht benutzen. Was? Alter, ich habe gerade jemanden atmen gehört. Ich will nicht mehr. Alter, ich will nicht mehr. Ich, oh Gott, ich will. Ne, hör auf jetzt mit Stille, oder? Meine Taschenlampe. Das ist... Ist das der Raum? Wo ist... Kündige. Der ist gleich nicht... Der ist gleich nicht mehr da. Ich kenne diese Spielchen doch. Puh, Alter, ich habe schwitzige Hände. Ich habe schwitzige Hände. Ich, oh Gott, ist das furchtbar. Ich weiß schon, warum ich heute Respekt hatte, das Spiel zu spielen. Ich weiß schon ganz genau, warum. Das ist ja noch schlimmer wie die Backrooms. Natürlich sitzt da jemand. Er ist gleich weg. Wetten? Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite, was wir immer gesehen haben. Er ist gleich weg. Wetten? Eine Nachricht. Nee, ein Bild. Drawing of a Candlelight Corridor. Diesen Candlelight Corridor. Jetzt ist er weg. Wetten? Diesen Candlelight Corridor werden wir bestimmt auch noch sehen. Alter, ich spiel das nicht mehr. Ich kündige. Nein, Alter, hau ab. Nein, ich spiel das nicht mehr. Nein, nein. Ich habe mich gerade spontan entschieden, wieder Outlast zu spielen. Alter, ich kann nicht mehr. Nein, ich bin Herze. Alter, ich muss das mal... Alter, ich muss demnächst erstmal prüfen, ob ich Herzinfarkt gefährdet bin, ob ich das überhaupt spielen darf. Oh, ich muss glaube ich, gleich erstmal eine Valium einschmeißen oder sowas. Alter, ich will gleich ein Buch lesen oder so. Alter, ich kündige. Ich sehe nur noch weiße Lappen. Wo ist das hin? Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sieht ein bisschen falsch aus. Ich mache lustige Sprüche hier und lustige Sachen. Yeah, der Affe. Entschuldigung. Wollt mal mit deinem Äffchen spielen. So, so, dann gucken wir mal hier. Also die Aufsichtsbehörde sagt, das ist hier nicht mehr sicher. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin hier der Herr Hausinspektor und ich sage Ihnen, dass diese Ketten hier nicht legal sind. Das geht so nicht. Das so. Was haben wir jetzt? Wir haben wieder Bildchen, ne? Ich glaube, wir müssen wieder Bilder einsetzen, ne? Das war hier. Ich glaube, wir haben alle Bilder, ne? Was steht da drauf? Left or right, which candle will be the good one? Oh nein. Warte, welches Bild so... Nein. Das. Und da kommt das andere hin. Wow, was steht da? Walking among stranger things, want to give it back. Da sind die... Oh nein, ich sehe es gerade auf den Bildern. Da sind die... Oh nein. Das müsste ja richtig sein, oder?
Behind these bars, the dark air get lost. So, was haben wir hier? Ja, das war ja richtig mit der Nummer. Because all of them is a gift. Ja. Good to be happy. Left or right, which choice one? Walking among stranger, it, I think I want to give it back. So, Freunde, ich würde sagen, ich mache eine kurze Pipi-Pause. Ja, ich lasse euch mal hier schön im Räumchen, damit ihr die Atmosphäre genießen könnt, ja. Ich gehe mal eben kurz für kleine Jungs. Ich glaube, ich schiebe mir mal gerade eine Valium oder so ein. Ich bin sehr, sehr happy darüber. Ich, ja, bis gleich. Na? Habt ihr euch entspannt bei dieser beruhigenden Musik? Es ist doch ein schönes Spielchen, oder? Findet ihr nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte heute sehr viel Spaß heute. Ja, es ist richtig schön. Es ist richtig, richtig toll. Es macht großartigen Spaß. Ich weiß gar nicht, wo wir hin. Haben wir ein Inventory? Ja. Flashlight haben wir. Wir haben Notes, haben wir gefunden. Help me. Ja, okay. Wir haben die Bilder eingesetzt. Das war doch richtig jetzt wahrscheinlich, ne? Oder? Hier können wir nichts mehr machen. Oder können wir die nochmal umsetzen? Okay, wir können nur die umsetzen. Aber das scheint ja richtig zu sein, ne? What lies beyond the light? Beyond the light? Das könnte auch das sein mit den Kerzen, ne? Aber das ist hier oben doch ein Fenster oder was soll das sein? Warte mal. Ich guck mal eben. Ne, wo ist denn das Inventory? Ah, hier. Drawing of a dark path.
Beyond the Light. Dark Path? Nee, das mit den Kerzen passt ja schon. Ich glaube, das ist schon so richtig, ne? Passt ja mit den Nummern auch. Ich, ja, gut. Ja, sehr entspannt. Das ist sehr schön. Das, ja, für euch. Hallo, Kiste. Karl, der Karton, haben Sie nicht gefragt. Haben ihn einfach fortgejagt. Ich frage mich, was da hinten eigentlich ist. Es ist immer noch 10 nach 11. Ich düse mal. Oder ich düse gar nicht. Wo ist dieses scheiß Geschenk eigentlich? Was hatten wir denn noch gesehen? Wir haben diese Schatulle noch gar nicht gefunden, ne? Mit der Nummer. Wir müssen uns das Videotape, glaube ich, nochmal angucken. Wir müssen ja diese Schatulle noch finden. Gott, ist doch gut. Beruhig dich doch mal. Ich gucke mir das Tape nochmal eben an. Damit wir ungefähr wissen, wo es vielleicht sein könnte. Diese Schatulle da. So, das haben wir ja, den Schlüssel, ne? Genau. So, das war ja bei dem Help Me. Da, wo ist die? Da ist ein Teller drauf. Da, da irgendwo in so einem... Keine Ahnung, wo das sein soll. Okay. Der geht da irgendwo so Gänge entlang. So kaputte Gänge. Und da ist auch das Geschenk. Und eine Tür mit ganz vielen Ketten. Wo war denn das jetzt mit den verschiedenen Räumen? War das hier? Haben wir keinen Körper? Nee. Okay. Ich würde jetzt einfach mal spontan hier zurückgehen. Dieses beunruhigende Brummen, ne? Das ist nicht die Tür, ne? Gott, Alter. Das Laken, ne? War der Flur schon immer so lang? Was ist das denn hier? Warum sind hier so viele Stäbe? Wir kommen gar nicht mehr zurück, oder was? Da! Da ist die Schatulle. Da! Was war das jetzt gewesen? 1725, ne? Genau. 1725. Und wir haben den Schlüssel für die viereckige Tür. Für Square Emblem. Ja. Wo war denn diese Tür nochmal? Ach ja, die war auf dem Flur, ne? Oder? Das mit diesen Balken, ne? Mit diesen Kinobalken. Oben und unten, ne? Das macht so eine ganz andere Atmosphäre aus, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war damals bei Evil Within ja auch so, dass die diese Kinobalken eingeführt haben. Ja, oben und unten diese schwarzen Balken. Und da haben sich ja so viele darüber aufgeregt, dass es ja so furchtbar ist beim Spielen und so. Und ich muss sagen, ich fand das damals sehr, sehr interessant und sehr gewagt, weil das gibt ein Spiel nochmal eine ganz andere Note. Eine ganz andere Note. Gut, es kommt natürlich auch immer aufs Spiel drauf an, ne? Was es für eins ist. Aber ich finde, bei Horrorspielen passt das relativ gut. Wünsche ich jetzt nicht gesagt. Da ist die Ausgangstür. Aber wo war denn jetzt die Tür? Die Tür mit diesem viereckigen Dings, Bums, Bums, Dings. Wo war denn das nochmal? Wo war denn diese Tür nochmal? Sag mal. War die oben irgendwo? War die im Keller? Wo ging es hier nochmal hin? Achso, hier war der Müll. Nee, hier war die Tür. Hier. Ja. Natürlich geht's weiter nach unten. Warum auch nicht? Was steht da? What is so painful? Was ist so schmerzhaft? You shouldn't have go there. Ja. Wo soll ich denn anders hingehen?
Irgendwas Schlimmes wird noch passieren, davon bin ich überzeugt. Sorry, 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 sorry.